Name ist Jacques Herzog, ich bin Architekt in Basel, unter anderem verantwortlich für das St. Jakob Park, aber jetzt kürzlich auch für das National Stadium in Beijing. Ich finde das Projekt wahnsinnig interessant, weil es ganz wichtige Fragen aufwirft für Basel. Aus einem Ort, der jetzt unternutzt ist, wo nur Sportplätze hat und ein Stadion, das man gebaut hat, ohne sich zu überlegen, wirklich, was das für ein Ort ist, hier am Rhein, im Grünen, wo ein neues Quartier kann stehen, mit Wohnen, mit Sport, mit Einkaufen für sehr viel mehr Leute als jetzt, wo sehr viel mehr Menschen offen steht und wo die Möglichkeit gibt, dass Basel sich weiterentwickeln kann. Basel muss schauen, dass Wohnungen entstehen können, dass neue Quartiere entstehen, weil sonst schrumpft die Stadt. Und das wäre ein dramatisches Zeichen für die Zukunft. Es wäre sicher ein ganz wichtiger Meilenstein für die Stadt, dass hier aus einer unternutzten Situation ein ganz tolles Quartier wachsen kann. Sportplätze können verlegt werden. Ich glaube, es soll niemand zu Schaden kommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Es ist ein Teil des gesamten Konzepts für die ganze Stadt. Wo spielt man Fußball? Wo hat es Schrebergärten? Wo hat es Wohnungen? Ich glaube, es ist wichtig, dass man da Konsens findet und dass man an alle Leute denkt und nicht nur an die, die immer alles schützen wollen und so lassen, wie es jetzt ist. Ich glaube, Basel muss bereit sein für Veränderungen, bereit sein zu sehen, dass Veränderungen für alle können von ganz grossem Nutzen sein und niemandem, keinem einzigen Menschen Schaden zufügen, bei diesen Veränderungen mitzumachen.